Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Alien. Isolation. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Station. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Sie erwachte. Die Hyperschlafkammer öffnete sich und sie stand auf. Ein Computer in der Nähe verlangte eine Identifikation. Auf dem Bildschirm sah sie ihren Namen. In dem Raum standen noch 5 weitere der Kammern, alle geöffnet und leer. Sie war auf der Torrance. Sie verließ den Raum und suchte nach den Quartieren. In Unterwäsche gekleidet, stieg sie in eine Dusche. In ihrem persönlichen Spind fand sie ihre Sachen. Sie zog sich an. An den steril weißen Gängen des Raumschiffes sah sie Rohre, Leitungen und blinkende Bildschirme. Sie lief weiter Richtung Besprechungsraum. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht?
Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Ihr Ziel war die Mannschaftskantine. Als sich die Tür dorthin öffnete, sah sie eine schwarzhaarige junge Frau am runden Tisch sitzen. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sevastopol. Jetzt sind wir dran. Gemeinsam mit Taylor ging sie zur Brücke. Der Raum war voller technischer Geräte. Einige Personen waren bereits da, als sie eintraten. Kurz darauf kam auch Samuels dazu. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Corner Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Sie befördern vertraglich drei Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, all on the Marshall auf der Sevastopol-Station. Haben ernstes Problem. Blitz im Flugzeug. Hallo Marshall? Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Ripley, Taylor und Samuels stiegen in Raumanzügen in eine Schleuse. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Das Tor öffnete sich. Der Weltraum.
Ripley schritt nach draußen. Mit einem Seil verbunden, folgten die anderen. Was ist hier passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Eine Explosion aus der Sevastopol. Weiter. Das Seil riss. Ripley konnte sich gerade noch an einem Ende festhalten und wurde gegen die Außenwand des Schiffes geschleudert. Sie öffnete das Außenschott durch einen Hebel und gelangte so in die Schleuse. Langsam kam sie auf die Beine. Im Inneren der Sevastopol flackerten rötliche Alarmlichter. Niemand war zu sehen. Im Nebenraum der Schleuse konnte sie ihren Anzug ausziehen und in die passende Station hängen. Die Gänge waren kaum beleuchtet. Durch kleinere Erschütterungen kamen hier und da Staubpartikel von der Decke. Vor ihren Augen entzündete sich eine Stichflamme aus einem der offenen Rohre. Der Weg war versperrt. In der Wand war eine Öffnung zu den Lüftungsrohren. Sie kroch hinein. Die Dunkelheit war zu dicht. Ihre Leuchtfackel erhellte die Umgebung. Dadurch fand sie eine Öffnung in das Schiff. Ortungsmaschinen, Werkzeug und andere Geräte standen unbenutzt im Raum. Über metallene Streben ging sie über einen Abgrund. Eine jedoch gab nach und sie fiel hinunter. Flucht nochmal. Sie fand eine weitere Fackel. Das wird helfen. Sie lief durch enge Gänge, die zum Transport von Koffern genutzt wurden. Eine Leiter führte sie nach oben. Von dort ging sie weiter. Kleine Lichtstäbe ließen sie ihre Umgebung nur erahnen. Dafür hörte sie ein Geräusch. In der Nähe musste ein Terminal sein. Hallo? Ist da wer?
Sie fand es und aktivierte den Generator. Sie griff auf das Terminal zu. Dateien und Dokumente verrieten ihr von Vorkommnissen und der Stilllegung der Sevastopol. Als sie mit den Berichten fertig war, schalteten sich die Lichter des Bereiches an. Sie sah Menschen davonrennen. Ein großer Raum mit verschiedenen Geschäften. Keines davon war in Betrieb. Durch die gläserne Wand sah sie den Weltraum. Plötzlich schob sich ein Gebilde davor. Metallene Tore versagten ihr den weiteren Blick nach draußen. Also ging sie weiter. Plötzlich fiel das Licht aus. Dunkelheit. Funken sprühten hier und da und gaben die Umgebung preis. Dann erreichte sie die nächste Halle. Auf dem Boden lagen in mehreren Reihen Objekte. Sie trat näher heran. Dann erkannte sie, was dort lag. Leichensäcke. In vier langen Reihen. Das da vorne muss der Ausgang sein. Der Ausgang war versperrt. Sie musste eine andere Möglichkeit finden. Ein Vorratsraum. Oh, Scheiße. Auf dem Boden lag hinter einem abgetrennten Bereich eine weitere Leiche. Durch einen Wartungsschacht kletterte sie erneut in die Lüftungsrohre. Am Ende kam sie auf der Seite der Leiche wieder raus. Aus den Händen nahm sie den Wartungsheber. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Dann lief sie zurück. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff.
weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Sexton Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Sie entfernte die Strebe an dem Tor. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Die Fahrt endete und beide liefen die dunklen Gänge entlang. Plötzlich sahen sie bewaffnete Personen vor sich. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Sie entfernten sich und beide gingen weiter. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Fertig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Hinter dem Mann erschien eine weitere Person. Mit einer Pistole hämmerte er auf Axel ein. Ripley rannte zur anderen Seite und stieß mit ihrem Werkzeug zu. Die Waffe entglitt dem Angreifer und Axel hob sie auf. Shit! Hauen wir ab! Die anderen sind unterwegs! Wir müssen los! Jetzt! Hey, ihr Sackgesichter! Schnell! Er schießt sie! Scheiße!
Ich glaube, er ist tot. Die haben ihn umgebracht. Sie haben ihn getötet. Weil er mich töten wollte. Er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Ein spitzer Stachel ragte aus Axels Brust. Ripley ging in Deckung. Blut spritzte an die Wand, als das Opfer fallen gelassen wurde. Was zur Hölle war das? Ripley ging weiter. Sie musste zur Transitstation. Wir müssen weiter. Sie betätigte den Rufknopf. Wieder versteckte sie sich. Das Transittor öffnete sich. Sie stieg ein und fuhr los. Die Fahrt endete und die Türen öffneten sich wieder. Zu werden. Der Ausgang war nah. Auf dem Boden lag etwas. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Sie schlich weiter und entkam den Angreifern. Ich glaube, sie ist nach unten. Na los! Ich gehe da nicht runter, kommt nicht in Frage. Sie hat einen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach oben. Wir sind schon zu lange hier. In einem Sicherheitsraum fand sie einen Revolver. Die Trommel war voll. Sie ging weiter und erreichte die Arbeitsarchive der Sevastopol. Oh Gott, der Flugschreiber. Was? Was? Immer die gleiche Antwort. Keine Daten. Dann fand sie schließlich eine Datenzelle und setzte sie in den Hacker ein. Okay, ein funktionierender Zugangsgenerator. Im Nebenraum fand sie die Ausweiskarte und ein Tonbandgerät. Stand mal, Sergeant. Hier spricht Chief Porter vom Deck.
auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Das kann nicht wahr sein. Um die gesperrten Gänge des Schiffes betreten zu können, musste sie die Abriegelung deaktivieren. Als sie die Eingabe tätigen wollte, sah sie ein schwarzes Etwas aus dem Lüftungsschacht in den Raum fallen. Sie versteckte sich. Der lange Schwanz der Bestie glitt über den Tisch, unter dem sie saß. Das Wesen verschwand. Sie schaute dem Ding hinterher. Es ging auf zwei Beinen. Der Kopf lief ovalförmig nach hinten aus. An dem dünnen Körper ragten neben den zwei Armen kleine Stacheln hervor. Dann schlich sie weiter. Weg von der Abscheulichkeit. Aus den Gängen des Schiffes hörte sie die Schreie. Sie war noch immer nicht alleine. Als sie um die Ecke bog, sah sie zwei reglose Körper auf dem Boden. Mit dem Hacker öffnete sie die Aufzugstüren einer großen Halle. Fahrstuhltüren öffneten sich wieder. Eine Person stand hinter einer gläsernen Wand. Hallo, mein Name ist Ripley, Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz, es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Auf unsere Hiwis ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Weitere Androiden arbeiteten an verschiedenen Terminals der Station. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Eindeutig erkennbar, sodass Sie stets wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Da können Sie sicher sein. Das ist das Seekson-Versprechen. Ihr Wohlbefinden. Davon würde ich abraten. Unbeirrt ging sie weiter zur Kommunikationsstation und fand auf einem Tisch einen Bewegungsmelder. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Nein, kein Problem. Sie betreten einen eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren.
Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda, Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Ein Lüftungsschacht. Erneut betrat sie ihn. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh mein Gott. Sie kroch weiter und kam am Ende in einem Gang heraus. Der Weg zur Kommunikationsstation war frei. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Oh, na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Sie versuchte, jemanden im Schiff zu erreichen. Samuels! Sie leben! Ripley hier! Ripley! Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ach, geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen! Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich hab es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Die Kapsel kam an. Ripley betrat sie. Haltestelle für Seekson Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Samuels empfing sie. Krankenstationen und Seekson Synthetics. Ripley? Ist das Ripley? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Ripley ging weiter. Auf einmal wurden die Metalltore der Fenster wieder hochgefahren. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Ripley folgte der Stimme und stieg in den Fahrstuhl. Na los! Trütteln Sie nicht so herum!
Mit diesem gelang sie zu der Person. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Nach ein paar Minuten erreichte sie die Büros. Ganz genau, diesen Korridor entlang. Sie knackte das Türpasswort. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Überall lagen Gegenstände auf dem Boden. Ripley bahnte sich ihren Weg zum Computer. Sie las etwas von Medikamentenmangel. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Der Zugangscode. Sie hatte ihn. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Warnung. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Als Ripley durch die Gänge schritt, hörte sie vor sich ein Geräusch. Nur 3 Meter von ihr entfernt stand es da. Doch es drehte sich um. Ripley nutzte die Gelegenheit, um weiter zu schleichen. In einem der Krankenräume sah sie das Ausmaß des Massakers. Blut und Körperteile waren überall verteilt. Mehrere Leichen lagen auf dem Boden. Eine davon war Dr. Morley. Sie fand die Schlüsselkarte. Mit dieser ging sie zurück. Verdammt, Coleman! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Als sich die Tür wieder öffnete, stand dort das Alien. Es packte den Arzt und riss ihn in die Dunkelheit. Ripley rannte zum Fahrstuhl und setzte die Karte ein. Sie brauchte ein Medikit. Taylor durfte nicht sterben. Vorsichtig schlich sie die Gänge entlang und kam zur Krankenstation.
Sie griff auf ein Terminal zu. Als sie die Berichte durchlas, veränderte sich plötzlich der Bildschirm und eine Frau erschien darauf. Hier Lingard, medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom, Seeksons Einsatzleiter, er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott, steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Das Video endete. Alles im Eimer, Samuels. Erneut schlich sie durch die Gänge der Station. Funken sprühten hier und da. Dann fand sie einen weiteren Computer. Todesberichte und das Erscheinen einer Kreatur. Ripley fand, was sie suchte. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Ripley, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Ripley, Ihr Weg nach draußen durch die Rezeption der Krankenstation ist blockiert. Um den Ausgang zu öffnen, müssen Sie die Evakuierungsverfahren der Station auslösen. Bei jeder ihrer Bewegungen achtete Ripley auf ihre Umgebung. Durch die Aktivierung der Stromquellen wurde ein Android in Gang gesetzt. Eine EMP-Granate und schaltete ihn mit gezielten Schlägen aus. Jetzt konnte sie auf den Sicherheitszugangsgenerator zugreifen. Wieder schlich sie weiter. Doch da war das Alien. Sie versteckte sich unter einer der Liegen.
Das Alien sah sich um, doch entdeckte sie nicht. Mit dem Bewegungsmelder in der Hand ging sie weiter. Es war nah. Sie sah es nicht mehr. Doch da war jemand. Ein Mann schoss auf das Wesen. Dieses stürmte auf ihn los und biss ihn. Der Mann fiel zu Boden. Ripley versteckte sich erneut. Doch weitere Personen kreuzten ihren Weg mit dem Alien. Immer wieder schaute sie auf ihren Bewegungsmelder. Ab und zu flackerte eine Bewegung auf. Doch noch immer sah sie nichts. Jeden Schritt führte sie mit vollster Anspannung aus. Sprang von der Decke. Ripley stolperte nach hinten. Ende des ersten Teils.